Yeah. Three-PC gecrashed. Total Bombe. Freut sich Mensch und Tier. Jetzt darf ich erstmal alles wieder starten. Jetzt dann noch großziehen. Task Manager aufmachen. Mal besser. Speedpace läuft wieder. Bot starten. Was haben wir da noch alles? Was brauchen wir noch? Teamspeak. Connected. Okay. Joinen wir dem Spiel wieder. Ja, sorry, gerade gesehen, mein Stream-PC stand und so. SSD-Festplatte. Gibt langsam den Geist auf. Der Bot ist da. Können wir auch gleich noch ein bisschen Musik machen. Nee. Das können wir anlassen. Lass mich raten. GTA hängt hier wieder, macht nix. Okay, starten wir noch mal. Was ist denn hier schon wieder passiert? Nix, nicht und.
Gut, mein Rechner neu. Ging ja, alles hilft. Disconnected. Neue Problemo. Die darüber, wir brauchen einmal ein Chatbot. Startet der gleich? Okay. Alles am Starten, okay. Sieht gut aus. Team könnte man noch starten. Brauchen wir sonst noch? Ja. Okay. Ich denke mal, Teamspeak brauchen wir noch und dann war's das. Connected. Da ist der Bot. Go. Like the attention, girl, I know you. Know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger like kung fu. Kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. Matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Can't you see myself? Can't you see myself? Can't you see myself? If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat. Candyland. Thank you.
Arzt und immer mal sagen, ey, lass mich durch, ich bin Arzt. Habe Zäpfchen für dein Fieber und viel Zeit durch mein Hartz-IV, Quatsch. Ich meine Medic in der Bossphase, alles im Gepäck, sogar Tempos für die Rotznase. Ich bin der Arzt, den die Gamer vertrauen. Und um wieder zu beleben, würd ich Feinde mit den Defi hauen. Retze nicht nur ein, sondern mach daraus ein Triple. Professor Dr. Medic, cute, beste Arzneimittel. Eine Krankenkasse gibt es nicht, hier bekommt jeder meine Hilfe, der mir Lob ausspricht. Ich bin da, da, wenn der Nate dich in die Lüfte schmeißt oder eine Kugel in die Hüfte beißt. Und sie nennen mich den Medic, der Retter in der Not. Bewaffnet mit Pflaster, ein klein wenig rot. Ich hol dich zurück, keine Angst vorm Tod. Dafür will ich keine Kohle, denn mir reicht dein Lob. Und sie nennen mich den Medic, der Retter in der Not. Bewaffnet mit Pflaster, ein klein wenig rot. Ich hol dich zurück, keine Angst vorm Tod. Dafür will ich keine Kohle, denn mir reicht dein Lob. Dein Lob. Viel zu viele Gamer zocken. Charlie, bist du das? Jo. Was geht mit dir? Ja, weiß ich nicht. Ich feiere unsere Medics. Wieso, was ist mit denen? Einfach so. Wo sind die? Ich glaube auf Einsatz. Oh. Aber dann, sind welche da, ne? Ja, ja. Ich glaube sogar vier Leute. Die haben noch eine Praktikantin Hallo, heute dazu gekriegt. Ein paar Leute, noch ein paar Leute sind ja auch schon wieder weg. Gestanden. Ja, ein paar Leute sind ja auch schon wieder weg. So wie ich gehört habe. Von den Medizinern oder von den Praktikanten? Nee, von den Medizinern irgendwie. Aber einige Leute sollen wohl... ich vergleiche es mal mit uns. Wir haben bestimmt auch drei oder vier Leute beim ACLS. Wenn wir die kündigen, das würde gar nicht auffallen. Weil eh nie da. Verstehe. Weil eh nie da, richtig. Ich meine, ich glaube, ja. Ja, dann schmeißt die doch raus, bevor die noch irgendwie Schindluder treiben und du nichts mitkriegst. Ja, bloß dann bin ich ja wieder der Böse. Das ist ja immer. Irgendeiner muss ja der Böse sein, ne? Das ist so als Chef. Genau. Ja. Vielleicht sollte ich mal härter werden und durchgreifen. Nee, wenn sie nicht da sind, bringen sie dir doch nichts. Ich weiß. Oh. Tja, so, und jetzt hast du hier gedacht, stellst dich ein bisschen hin, machst deinen Ghetto-Blaster hier ein bisschen an und feierst die Medics, oder? Genau. Oh ja, okay. Bis sie zurückkommen. Kann man mal machen. Ich glaube, die sind auf Einsatz, also... Eben standen sie noch zu viert hier und dann musste ich mal kurz ganz tief in Gedanken und dann, wo ich die Augen wieder aufgemacht habe. Guck mal kurz oben am Tresen, ob da einer rumturnt. Jo. Ja, mach mal. Ja, das ist man so, das ist manchmal so, ne? Dann guck mal ganz kurz irgendwie oder, ne, kleiner Tagtraum und zack, weg sind die Leute. Nee, ist ja auch richtig, ich will die ja nicht aufhalten von ihrer Arbeit oder so, ne? Das ist ja bloß, nee, wenn die dann mal wieder ein bisschen Leerlauf haben, dann steht man halt und quatscht ein bisschen. Ja, klar. Ja, wir wollten eigentlich hier auch gerade mit dem einen Mediziner sprechen, aber wenn die natürlich jetzt gerade einen Einsatz haben, na, dann wollen wir nicht stören. Also, ist eine große Wahrscheinlichkeit, denke ich mal, dass das ein Einsatz ist. Weil sonst die stehen sich ja alle an dir vorbeigeschlichen haben und ein Feierabend gemacht haben. Das wäre ja unhöflich, wenn sie nicht mal Tschüss gesagt hätten. No. Aber mein Gedankengang hat auch einen Moment gedauert. Wer weiß. Okay. Ja, gut. Ja, werden wir sehen. Ich meine, vielleicht trifft ja Snow noch da drin irgendjemanden, aber. Ich glaube, außer die stumme Krankenversicherungsverkäuferin. Na, ab und zu redet die mal. Die redet aber nicht viel, ne? Also, die, so mit mir, also ich habe schon das ein oder andere Mal mit der gesprochen, aber wie gesagt, sehr wortkarg, ne? Also, redet Yoshi. Nicht wirklich viel. Ja, die vom Tresen, genau. Mhm. Ja, die ist da. Ja, und sonst noch jemand? Nee. Sonst keiner. Naja gut, dann haben die wohl wirklich einen Einsatz. Ich hab sie zwar gefragt, aber wollte sie mir halt nicht sagen, wo die anderen stecken. Naja gut. Da kommen sie. Ich würde sagen, da sind sie. Jo. Ah. Hallo auf einen Haufen. Vier. Das sieht aus wie vier Mediziner. Mhm. Und zwei, nee, ein Praktikant. Dunkelrot ist Praktikant. Ihr wurdet schon vermisst. Hey, echt, oh, von wem?
Ja. Ja, ja, die ja, wir hatten keinen hatte Notfall. Jemand, hatte jemand Kopfschmerzen? Na, Ben. Kopfschmerzen im Heli mit Praktikanten dabei. Ja. Und haben wir Hallo. Kurz vor der Sonnenwende noch telefoniert gehabt? Bezüglich Sägewerk? Ja. Ja. Da bräuchten wir jetzt nochmal eine sogenannte Vorortbegehung. Könnt ihr auf den Kollegen mal für 10 Minuten, Viertelstunde verzichten? Ja. Endlich ist er weg. Ja, nee, um was geht's denn? Ganz ernsthaft, Klaus. Mobbingbeauftragte. Muss sofort informiert werden. Nein! Ja, geh zum Betriebsrat, wenn du dich beschweren willst. Ja, nee, dann mach Herr Kater, ruhig. Hallo? Ja. Ah, jetzt. Was denn? Ich hab nur in die Richtung gezeigt. Was ist denn heute mit dir, Eddie? Gar nicht. Eddie ist auch immer so drauf. Wenn die Leute in eine Richtung zeigen und anfangen zu starren, dann sollte man sich doch Sorgen machen, oder? Ja, genau. Na, ich starr doch nicht. Nee, wir bringen den Kollegen auch gleich wieder. Also alles gut. Auf der falschen Straßenseite. Kannst du ja deinen organisatorischen Anzug was? Anziehen. Warte, mach ich sofort. Nein, bin nicht hier. Nein. Nee, nicht hier nein, draußen. Nein. Aus, pfui. Was macht denn ihr? Ja, Polizeidienst, wie es aussieht. Nein, ich meine, wozu ihr Martin braucht. Der muss da so, wohl nochmal ja, das doch. Zeugenaussage. Oh, ach so. Ja, ach so. Sagen, hier wir brauchen da mal eine Aussage von ihm. Eine Fallrekonstruktion. Und ich stand hier und der andere stand da. Ja, so ungefähr, genau. Ja. Das ist aber nicht. Könnte gleich als Anwalt durchgehen. Anzug? Ja, ich hoffe, dass das irgendwann unser Anzug wird, weil der unsere ist hässlich. Ja, ich stimmt. Weiß. Aber die Hose finde ich hier hässlich. Da finde ich die von unserem Anzug wieder besser. Liebe Officers, könnt ihr bitte losfahren? Ich fühle mich gemobbt. Ja, von mir so. Anwalt nehmen, ne? Ja. Wir haben damit nichts zu tun. Kannst du ja gesagt, dass du hässlich bist? Millionen rausklagen. Na dann, machen wir mal. Psychischer Schaden. Ja, alles klar. Als wenn hier im Stadt irgendeine Millionen gut. Hätte. Wir bringen ihn gleich wieder. Jo. Du nicht, oder was? Nee, 980.000 erst. Was ist denn hier mit der Miete? Genau, was ist denn hier mit der Miete? Das muss erst im Februar zahlen. Ich weiß. Ach, da war doch noch was. Du hast noch keine Schränke. Hast du überhaupt schon mal deine Wohnung bewohnt? Ja. Warst du überhaupt schon mal drin? Hast du überhaupt schon mal drin? Jeden Abend bislang. Achso. Okay, ja, dann ist gut. Woher wollt ihr denn das wissen? Kontrolliert ihr heimlich? Nee, muss ich wohl mit das Schloss austauschen? Ich habe Kameras installiert. War nicht in der Wohnung. Nee, ich auch nicht. Nee, es fehlen noch ein paar Schränke für die Küchenutensilien. Ja. Und aber der Kleiderschrank ist schon drin und der große Hardware-Schrank. Ja. Ja, Herr Kater. Ich will nicht unterbrechen, aber bevor du hier erzählst, was dein Hausstand alles beinhaltet. Ja, so genau wollte ist nichts drin. Gar nicht wissen. Okay, so. Gut. Ist das Junggesellenbude? Alles wichtige los. Themen. Ja, ab die Posten. Los geht's. Husch, husch. Bis später. Tschüss. Oh, Gott, Gott. Der Eddie. Das war der mit den roten Haaren. Das ist Eddie. Ein nicer Mieter. Ja, den haben wir eine Mieter, Wohnung ja. Vermietet. Möchte jemand ein Schokoküchlein? Nee, danke. Ich muss auf meine Linie achten. Espen, warst du hier schon mal in die Wohnung? Hast du dir schon mal eine Wohnung angeschaut? Nee, auch noch nicht. Hast du jetzt eigentlich, du noch keinen Rucksack, war das richtig? Nee, das stimmt. Okay. Oh Gott. Der Hubschrauber ist ausgeparkt. Ich zähle vier Leute. Ausflug machen? Ja, wollen wir einen Ausflug machen, Charlie? Willst du mit? Ja, die kommt mit. Ich hab hier alles dabei, was ich brauche. Okay. Ich hab schon noch 5 Schuss da drin. Willst du jetzt aus dem Heli rausschießen? Nein. Das ist verboten. Ich weiß, dass das verboten ist. Vier.
Aber Espen, wenn du außer Dienst gehen möchtest, kannst du auch außer Dienst gehen, ja? Also wir wollen dich hier nicht zu irgendwas noch zwingen zu später Stunde. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Okay, alles klar. Hast du Fallschirm dabei, Charlie? Ja. Zur Sicherheit. Okay. Gut. Ich bin nur versichert. Du siehst dann, wo ich liege. Alles klar. Und vor allem müsst ihr euer Praktikantin ja auch mal zeigen, was die Sonnenseiten des Medikberufs sind. Ne? Ja, man kann immer fliegen. Man kann auch mal eben Rucksack fliegen holen, ne? Holen fliegen so rum. Ja, ihr jetzt auch. Ein bisschen ungünstig da mit dem Parken mit eurem Teil, aber. Ja. Haben wir doch schon oft gemacht. Sind so die Vorzüge, ne? Wenn man nichts zu tun hat. Richtig. Hey, was willst du da noch stehen? So gute Taschen irgendwie. Ja, aber irgendwie, ich habe davon gehört, dass der Chef auch irgendwie andere Dinge zu tun hat, anstatt hier seine Taschen zu produzieren. Wow. Also, ist schon ewig vorbestellt und sich ewig nicht blicken lassen. Andere Leute rennen schon mit Taschen rum. Naja, wer weiß. Ist aber der hatte ja auch so einen Vertreter, so einen Handelsvertreter. Ja, aber der kann nichts machen, der hat zwei linke Hände, der kriegt keine einzige Tasche zusammengebaut, sozusagen, weißt du? Der hat ihm das noch nicht gezeigt und ist nicht da und ach, wow. hör bloß auf. Denn für den Preis, ne? Ist ja auch nicht gerade ein Schnapper. 5000, oder? Ja, ich glaube, das ist nicht gerade ein Schnapper, 5000 für so eine Tasche. Die ist handgemacht, ist irgendwie klar. Ja, aber gut. Ich mecker ja gar nicht. Ich habe ja schon bestellt, ich will ein Set und so, aber ja. Das sieht ja jede Tasche anders aus. Ja. $69 kostet das Ding, glaube ich. Eine große und eine kleine. Hast du genug Bargeld mit? Ja, das habe ich. Okay. Und die große Tasche kaufen. Ja, den großen. Für 69. Den großen Rucksack, ja. Oder 69 paar zerquetschte. Müsstest du 40 Kilogramm tragen können. Ja, genau. Danke für... warum... Klappt's nicht? So, jetzt. Danke fürs Herbringen. Ja, gar kein Problem. Gar kein Problem. Sitzt du jetzt? Ja, ich sitze. Ah, sehr gut. So. Und du? Weiß ich nicht. Fliege ich ein bisschen zickzack. Bitte? Fliege ich ein bisschen zickzack. Ja, fliegt noch ein bisschen zickzack. Hui. Ich habe keine Womax mit. Hier wird jetzt irgendjemandem schlecht, ne? Ich habe eine Womax dabei. Na dann. Hier ist das Gefängnis. Ja, da möchten wir dich nie drin sehen, Espen. Außer du musst jemanden behandeln. Ich war hier schon öfters. Also die. Naja, ich auch dienstlich. Die schreien immer die Leute so. Ja. Ich war erst einmal hier, wo dieser Cage-Fight war. Der war hier? Und hier darf man einfach so hin. Nee. Nein. Wir schon. Um Gottes Willen, ja, wir schon. Ach so. Hier darfst du. Ihr habt da so eine Ausnahmegenehmigung eigentlich. Also laut Gesetz dürfen wir es. Ja. Wir dürfen auch über das SWAT-Gelände, da darf sonst auch niemand hinfliegen. Da machen die SWAT-Abteilung der Cops immer ihre Übungen. Genau, ja, welche die Felsenbund angemalt? Kannst ja die verbotenen Sachen zeigen, genau, was sonst verboten ist und so. Save us. Das waren irgendwelche LSD-Hippies, die hier alles angemalt haben, anscheinend. Ich glaube, hier wird meine Religion starten.
Und hier wird es, von hier wird es beginnen. Du warst das also, Charlie, alles klar. Naja, das ist schon eine kleine Vorbereitung. Ich importiere noch ein paar Magic Mushrooms und dann passen die auch gut zu der Religion dann. Mhm. Damit du sie dann später behandeln kannst. Ja, genau. Genau, das ist der Plan. Kundenakquise. Richtig. Dass die Leute abhängig machen und dann die psychologische Beratung. Pilze sind schlecht für dich. Ja, das ist das Spot. Wir werden die Prothesen hergestellt, falls meiner irgendwie Finger, Arm, Bein oder sowas verliert. Ja. Das sieht auch wie so eine Anlage aus, wo vielleicht irgendwo einer Lösungsmittel herstellt, ne? So, das wäre doch viel zu großes Gelände und Verschwendung, wenn hier nichts wäre, oder? Hier bauen andauernd Leute immer Gras an. Also zumindest früher. Früher haben die Leute immer Gras angebaut. Ja. Okay. Sieht alles aus wie Industrie, halt keiner. Ne? Naja, hier ist wirklich nicht. Kein Schwein. Ja. Wir sind hier schon mal durch. Also Heli jetzt noch nicht, vielleicht sehen wir jetzt was, aber hier steht niemand. Doch, wir sind letztes Mal waren wir auch mit Heli hier und sind eh mal durchgeflogen. Genau. So, ne? Guck mal, wir waren sogar schon öfter hier mal bei Human Labs und sind hier rumgeturnt. Das kommt, wenn man nach hinten guckt. Die einzigsten Mediziner. Eieiei. Ja, das passiert, wenn du nach hinten guckst, während du landest. Mach ich nicht nochmal. Nochmal richtig. Aber er qualmt ja noch nicht mal. Ist gut. Ich hab mein Werkzeug auch nicht dabei. Ja, aber er qualmt ja noch nicht mal. Ich wollte doch mal in die Garagen reingucken. Welche Garage? Na dann geh mal gucken. Welche Garage? Jetzt gehen alle. Was kann man alles? Also prinzipiell haben wir, Klaus und ich, uns so kleine Rätselaufgaben anscheinend gegeben, um alles rauszufinden, wie man irgendwas herstellt, weil das alles ein riesiger Prozess immer ist. Du kannst irgendwie Rohöl abbauen, du kannst Baumstämme abbauen und du kannst Stein abbauen und aus denen kannst du halt irgendwas machen. Hä? Genau, und zum Beispiel du kannst Papier machen, du kannst einfach nur Holz irgendwie draus machen. Und das hat halt überall 1000 Zwischenschritte und... Benzin, Plastik und Zement herstellen. Also so viel haben wir schon rausgefunden, aber es soll wohl noch mehr geben und ja. Und Lösungsmittel hat einer erzählt. Und das soll dann irgendwie für Koks gebraucht werden. Ich meine, selber Koks kochen will man vielleicht nicht. Oder nee, für Mess soll das gebraucht werden, hatte der erzählt. Met am Vitamin soll ja irgendwie gekocht werden können. Gute Met. Mhm. Aber das wollen wir ja nicht nur selber kochen, aber zumindest wissen, wie es geht, wäre schon cool, ne? Ja. Weil das halt also so ein Rätsel, ne? Möchte ich wissen. Ja. Ja, das ist wie eine Schnitzeljagd. Genau. Eine Schnitzeljagd zum Drogenherstellen. Nicht alle Sachen sind ja zum Drogen, ne? Also Lösungsmittel sind ja erstmal legal, soweit, von daher. Und Papier und Plaster auch, ne? Und Papier und Plastik ist jetzt auch nichts Illegales und... Und dann gibt es Leute, man kann das ja auch verkaufen meistens. Ach, okay. Also, das Lösungsmittel dann vielleicht auch. Das ist halt die Frage, ob man das wie jemand annimmt. Aber ja, der Typ da oben in Paleto Bay, der irgendwas ankauft, da wissen wir nämlich nicht. Wir haben nämlich als einen Ankäufer gefunden, wo wir nicht wissen, was der ankauft. In Paleto Bay? In Paleto Bay. Mhm. Mir wurde gesagt, dass der, oh Gott, wer hat mir das nochmal erzählt? Oh, da war ich gerade hier frisch angekommen. Von wegen Zinkabbau oder so. Zink? Zink? Also, das stimmt, das könnte sein, dass du noch was aus den Steinen... Auch noch nicht probiert. Genau, weil die Steine haben wir, alles andere konnten wir schon, haben wir zwei Wege gefunden. Also aus Holz kannst du entweder nur Holz oder Papier verkaufen. Mhm. Und bei Öl kannst du Plastik oder Benzin draus machen. Okay. Ich habe leider die Nummer von der Person nicht, also sonst hätte ich mal gefragt, aber... Das heißt, wir müssten eine
irgendwas finden, wo Stein nochmal weiterverarbeitet werden könnte. Hm. Ja, entweder Stein oder Kiesel, dass man sich idealerweise oder Stein Kies, und Kies in Tasche legt und dann rumguckt, ob man nicht irgendwo noch ihn findet, der... Ja, man kann ihn ja auch einfach so finden, weil die Leute, die verarbeiten, sagen dir, was dir fehlt. Ja, kann man auch, stimmt. Ja, und der andere Indikator ist, man kommt ja meistens irgendwie mit Auto doch ran, ne? Genau. Meistens, ich meine, bei größeren Sachen, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwelche ganz wertvollen Sachen noch versteckter sein können. Ja, dass, dass man da nicht mit dem LKW mal eben hinfährt, stimmt. Und so, ne? Also, dass man da wirklich vielleicht sich durchschummeln muss und so. Und wir wissen auch immer noch nicht, was der Typ im Hippie-Camp macht. Ja, mir hat oder jemand mal erzählt, der erzählt dir eine Telefonnummer oder irgendwie erzählt dir irgendwelche geheime Info. Und ein anderer Typ hat mir erzählt, der gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass der die Polizei informiert. Okay. Also, dann irgendwie. Redet der wahrscheinlich nur mit Gang. Der redet wahrscheinlich dann nicht mit Leicht, ja. Das kann sein. Wir sehen zu brav aus, der redet nicht mit uns. Oh. Mir hat er auch nicht geredet. Mit dir hat er auch nicht geredet? Nee. Aber ich bin ja... Du siehst sowieso super brav aus, Charlie. Ich bin voll der Gangster, Bro. Bist du gar nicht. Das glaubt man dir auch gar nicht. Ja, Mann. Ich üb noch. Ja, Mann. Bro. Ich muss noch auf die Sonnenbank, glaube ich, für so eine Sachen denn. Ich glaube auch. Ich bin ja schon mal bei den Grünen an der Tankstelle toleriert. Das sind wir auch. Ja, mit denen haben wir gestern auch lustige Rätselspielchen gemacht. War doch mit Scheiße vorgestern, war das. Was vorgestern? Ja, gestern standen wir mit denen auf dem Parkplatz hinten rum. Achso, ja, na, das meinte ich doch. Als wir da mit den Black Stories. Naja, Black Stories. Ja, das war vorgestern. Achso, oh Mensch, ey. Oh nein, ich werd angerufen. LSMC-Leitstelle Petersen, wie kann ich Ihnen helfen? Können wir bestimmt schon mal wieder einsteigen. Ist er noch ansprechbar? Okay, alles klar. Bitte einmal ein Dispatch senden. Jo, alles klar, danke schön. Bis gleich, tschüss. Irgendein Motorradunfall. Ach du Elend. Ach du Elend. Sedieren, ja. Amputation. Das ist ja sogar fast hier in der vorne. Nähe. Der Helikopter klingt so ein bisschen kaputt. Oh oh. Naja, für einen medizinischen Notfall würde ich im Palito Bay kurz mal Dienst gehen. Bevor wir jetzt irgendwie noch Probleme... Ja, wir können uns in Sandy Shores schon nicht mehr umziehen. Wie gesagt, er qualmt noch nicht. Naja, aber... wird's kritisch. Er brennt noch nicht, so. Klingt genauso beunruhigend, weißt du? Qualmen und brennen ist fast dieselbe Stufe für mich. Wenn eine Sache qualmt, dann ist schon eigentlich zu spät. Nee, wenn weißer Qualm rauskommt, dann... Möchtest du übernehmen diesmal, Klaus? Weil wenn weißer Qualm rauskommt, dann ist es noch nicht so schlimm. Wenn er dann dunkel wird, dann brennt's ja. Ja, ich kann den auch übernehmen. Ich kann auch den übernehmen. Also, wie es dir passt. Ja, lieber nicht. Was? Oder lasst eure Praktikantin bitte, mal probieren. Was, warte, nein. Was hast du gesagt? Lieber nicht, habe ich gesagt. Okay, dann mach ich. Ja, alles klar, ist doch gar kein Problem. Vielleicht ist hier beim Stein sogar noch irgendwo versteckt, aber da bin ich auch rumgefahren. Ey, hier haben wir alles abgesagt, Gras, ist doch nicht schön. Also wenn die nicht irgendwie sich in der Scheune oder sowas versteckt haben. Schnell. Drehen wir uns noch mal ein bisschen. So, ab geht's. Ich bleib sitzen. Bleib bei Charlie. Viel Spaß bei der Ausbildung. Ja, ich meine, man könnte sich das überlegen, ne? Ob das jetzt wie beim Öl vielleicht ist, dass da so ein Verarbeiter doch noch irgendwo in der Nähe von einem anderen Verarbeiter ist oder so. Dass vielleicht sogar da, wo man das hier zum Schluss verarbeitet, in Richtung Zement, dass da in der Nähe vielleicht sogar noch was ist. Das ist ja gleich hier vorne, können wir mal vorbeifliegen. Mhm.
dass man sich an so einen logischen Brücken versucht aufzuhängen, weil sonst könnte man ja wirklich die ganze Insel absuchen. Ja, aber mussten wir im Prinzip auch, denn der Plastiktyp, der steht doch auch irgendwo ganz woanders. Naja, gut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das einfach immer nur so zwei Wege pro Rohstoff sind. Frage ist, ob man eigentlich dann vielleicht noch irgendwas kombinieren kann oder so. Ding und, keine Ahnung, Öl. Ja, hier, der hängt, der ist ja davon überzeugt, dass seine Pfandflaschen noch irgendwann mal was Sinn machen. Jetzt kannst du auch sagen, dass du die irgendwie nochmal wieder dann klein häckseln kannst und daraus wieder neues Plastik oder sowas machst. Oder Glas. Vielleicht sind das ja auch Glas, weißt du, ja. Dass du da ein Glas draus kriegst. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Das ist ja die Spannung, ne? Ja. Wenn man dann lange genug gesucht hat, dann kann man ja verzweifelt jemanden anrufen. Und man schätzt, dass man das der weiß. Und mit dem Papiertypen, das hat mir Lisa Bavo erzählt, ne? Ich gerade sein Auto repariert an der Stadtgarage und da habe ich den Mann ja, ob er das weiß. Und dann hat er mir halt erklärt, wo der ist. Und stimmte sogar. Ich glaube, der hat mir sogar erzählt, dass das irgendwie was, dass der Typ da oben in Paleto Bay, wo wir, der mit uns nicht redet. Ja. Da hat er mir auch was zu erzählt. Ich glaube, der war das. Der hatte mir erzählt, dass er irgendwie zeigt da dir eine Position, wo jemand steht oder sowas oder irgendwie so. Wo du denn deine Drogen verkaufen kannst oder. Ja, wollte ich auch gerade sagen, vielleicht ist das der Informant. Kann sein. Nee, ja, ne, Informant glaube ich nicht, aber so ein anderer Informant, sag ich mal, ne? Ja, der Komplize vom Drogendealer halt. Das ist wahrscheinlich der Drogendealer. Ja, das sag dir nur, wo du dich mit seinem Kurier triffst. Und ich könnte mir nämlich auch vorstellen, wenn du mal auf das Navi-System guckst, vielleicht ist auch hier oben über Sandy Shore, wo die ganzen Felder sind und so. Im nördlichen Bereich da irgendwo was. Also rechts über diesem Alamo-See. Ja, keine Ahnung, John ist wieder da. John, sag ich schon. Oh, Martin, bin ich verwirrt. Und nicht solche Patienten verarzten. Froh, dass ich gerade ausfliegen kann. Ja, gut. Ich wollte damit nur sagen, wir sollten mal zurück zum Krankenhaus, sonst steht er da ganz alleine rum. Ja, stimmt schon. In diese Scheune hier kann man nicht ringehen oder so, ne? Ja, habe ich eben auch schon geguckt, sieht aber nicht so aus, ne? Und vielleicht steht dahinter noch einer. Da geht nix. Guckst du aufs Schild? Ja. Und was steht da drauf? XT. Na ja, kommt man auch nicht oft lang, ne?
Hallo. 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 Wo sind denn die... Wo ist der Besitzer von dem Auto? Neben meinem? Ich glaube da drüben. Also. Sitze. Ach Menno. Hm? Hab ich was falsch gemacht? Espen, steig du jetzt mal ganz vorne an der Schnauze ein. Ja. Wunderbar. Wie wunderbar. Nee, hä? Aber eben? Jetzt klappt's. So. Hau kaputt die Scheibe, genau. Weg damit. Aber der Motor hört sich wirklich nicht mehr so gut an. Nee, zum Glück sind wir gleich wieder im Krankenhaus. Das hört ja nicht so aus, ne? Nee, das nicht. Aber der pfeift so komisch. Oder sonst nicht. Ja gut, ich kenne die Soundkulisse von eurem Hubschrauber ja, nicht so genau. Ja, ich kenne die in- und auswendig. Hört sich nicht so an wie sonst. Das ist schon echt ein Privileg, bei euch mitzufliegen. Braucht man sich selber nicht irgendwie konzentrieren. Uiuiui. Oh nein, nicht, aber nicht wieder durch den Tunnel fliegen. Oh, was ist denn da los? Weißt ja, wer denn die Hubschrauberausbildung nee. Macht, ne? Na, jetzt, wenn Stefan wieder weg ist, ne? Kopfschmerzen. Oh, oh. Ich würde sie wenigstens nicht abholen.
Leitstelle. Zack. Neues Kart. Voll gar nicht angeschnallt. Müsste sie ja eigentlich da vorne gleich runterkommen. Meinst du? So, da so. Da. Das könnte knapp werden. So mit Fallschirm. Ja, das kriegt man trotzdem ja meist noch so hin. Da rollt man sich dann gut ab. So hoch war das gar nicht mehr. So Dachhöhe jetzt hier. Ja, ich glaube wie von dem anderen Dach da oben. Die Höhe ungefähr war das, ne? Sonst noch keine Aufträge zwischendurch, nee, ne? Nö. Ruhiger Abend. Und wie macht ihr das jetzt so vom Ablauf eigentlich? Wir waren ja jetzt auf dem Einsatz draußen mit Akten schreiben und so. Hat Polina das denn jetzt gemacht, während du zurückgeflogen bist, oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Okay. Davon hat sie bestimmt auch Kopfschmerzen gekriegt. Eieiei. Okay, nehme ich auch. Wenn du dann nämlich als Beifahrer drinnen sitzt, dann da auf dein Tablet guckst, um eine Akte einzutragen, und dann wieder nach oben guckst, dann wird dir irgendwann schlecht. Hm. Kriegst Kopfschmerzen. Ja, Mann, wir müssten hier eigentlich gleich sehen, wie Polina runterkommt. Runterkommt? Hoffentlich mit Fallschirm. Benni, müssen wir runter. Es war schon sehr tief. Es könnte knapp werden. Ja, 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 ja. Oder ich muss sie beim SUV-Händler abholen. Oder beim SUV-Händler. Das kann auch sein, ja. Ich hab mich gar nicht gesehen. Wo bist du? Na, ah, der vorne hat, ist sie gerade gelaufen. Wir können runter. Oh, gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Kurz zwischen dem Laub durchblitzen sehen. Okay. Also ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal außer Dienst gehen. Mach ja, mach das. Dann ist schön schönen Feierabend. Ich komme gleich nochmal sonst kurz raus zu euch. Jo. Doch da. Hallo Polina. Hallo. Na, alles okay? Hast du gedacht, ach, ich laufe vom Dispatch hier runter? Ja, ich war richtig schnell. Ja, also danke für diesen sehr lehrreichen Tag für mich und ich wünsche euch allen noch einen ruhigen Abend, ja? Ja, okay. Ja. Okay. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns ja morgen. Auf Wiedersehen. Ja, dann tschüss. Tschüss, schönen Feierabend. Tschüss. Euch auch. Nettes Mädel. Ja, immer so höflich und förmlich. Ja.
Oh, du hättest doch leben müssen. Wieso? Ich hatte sie ja, sie hat ja auch keinen Patienten alleine gemacht. Ja. Und da habe ich sie in der Grove Street von der Leine gelassen. Hab oh. gesagt, du darfst. Der AJ war am Boden, nichts getrunken, also dehydriert. Und die ganzen Growfler standen natürlich ringsrum und haben gequasselt und blablabla, hab's im Nachhinein mal gefragt. Das, das war so ein bisschen für sie halt so. Also sie war ein bisschen gestresst so, halt so, ne, weil alles so, alle quasseln und pipapo, aber hat sie super gemacht. Hat sie spitze gemacht. Er hatte bloß ein bisschen blöd geguckt, wo ich gesagt habe, so, jetzt gibt's eine Ringerlösung. So, hat sie so, dann hockst du dich hin und machst die Ringerlösung in den Zugang, legst vorher noch einen Zugang und hältst sie dann hoch und dann wartest du. Bis sie durchgelaufen ist. Aber hat sie echt, hat sie super gemacht. Hat sich auch nie aus dem Konzept bringen lassen. Blieb auch die ganze Zeit ruhig. Top. Sehr schön, das freut mich. Mit den zwei Frauen haben wir wieder richtig schön. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Die sind richtig gut bei Benjamin genauso. Und Benjamin auch, ja. Ja, die sind alle drei wirklich top. Habe ich ja vorhin heimlich befördert. Ich weiß gar nicht, ob er das mitgekriegt hat. Ach so? Ja gut, an den Klamotten ändert sich ja noch nicht. Nee, aber an seinem Geld. Nee, ich glaube, da muss er einmal Augen reiben für. Nee, muss man nicht. Hab's am eigenen Leib selbst durch. Ja? Ja. Also ich musste bis jetzt bei jeder Beförderung einmal Augen reiben. Echt? Ja. Also ich damals nicht, aber... Wo ich dich rausgeworfen hatte, glaube ich auch, ne? Genau. Da musste ich auch mal Augen reiben, wo du mich rausgeworfen hattest. Rausgeworfen? Nee, auf eigenen Wunsch, ne? Das habe ich extra noch in unsere Akten eingepflegt. Auf ausdrücklichen eigenen Wunsch habe ich den Martin entfernt. Ich frage mich immer noch, was Juna unter meine Kündigung geschrieben hat. Konnte ja nicht mehr lesen. Wieso? Soll ich vorlesen? Ja, ich hab bitte, mussten doch, in der Zeitung, ja. Das hat LSMC das wieder. Ja, ja. Da konnte er nicht als LS und LSMC gleichzeitig sein. Da konnte ich leider ihre Antwort nicht mehr lesen. Ich guck mal. Deswegen warte ich auch immer noch ein paar Tage, bis ich die da wegmache. Im Normalfall machen wir das nämlich auch anders. Dann schreiben wir nämlich unter die Bewerbung nochmal drunter. Wir bedanken uns und sowas, bla, ne? Und das kann er nämlich noch lesen. Achso, ne, dann weiß ich nicht, ob es da noch. Das ist eine gute Idee, dass wir da mal. Das können wir mal bei der nächsten Besprechung. Bitte was? Ich habe gerade nicht ganz gehört. Dass wenn Leute nicht mehr bei uns arbeiten. Ja. Und dann gibt's ja immer noch. Dann verabschieden sich ja viele Leute dann immer noch unter dieser. Ja. Oh, meine Bewerbung, das sollten wir mal unterbinden, so dass die. Nee, die haben wir schon in Archiv. Damit die Leute das auch noch lesen. Warte mal, können, sie... Ja. Nein, die beiden reden wirklich so unglaublich laut immer. Ja, ich kann doch auch nichts dafür, dass die so rumbrüllen. Ja. Dass man das nicht, diese Verabschiedungssätze, die dann von der Belegschaft kommen, an denjenigen, der gegangen ist, nicht unter die Kündigung schreibt, sondern unter die Bewerbung, weil das können die noch lesen. Ja, das stimmt. Also, was ich geschrieben habe, das weißt du ja, ne? Ja. Na, Juna hat da nichts mehr drunter geschrieben. Ach so? Okay. Ja, sie hat da noch so ein Häkchen dran gemacht, dass ihr das gefällt, was ich da getan habe. Mhm. Ja, nicht in dem Sinne. Ja. Aber ich denke mal, hier war klar, dass du denn möglicherweise das nicht mehr siehst und so und deswegen. Na gut, das kann natürlich. Vergebene Liebesmühe und so. Ja. Entschuldigung, wenn wir so laut reden. Ja, Polina. Ich weiß auch nicht, entweder habe ich zu empfindliche Ohren oder ihr so ein krasses Organ immer. Brüllt. Und wenn ihr beide miteinander redet, dann stehe ich dazwischen. Ja, wir müssen uns doch behaupten. Können uns doch aber nicht doch nicht gegen mich. Ne, gegen dich nicht. Ja. Aber man hat das irgendwann so drin, weißt du, wenn man fast jeden Tag bei der Grove ist und die Grove, ja, die stimmt. Ist ja auch immer, ne, weißt du, die nehmen ja dann okay Plattformen, die quatschen und dann durcheinander und dann denkst du bloß so, Schnauze jetzt! Ja, ich weiß. So. Dann muss ich mich auch zusammenreißen, dass ich da nicht raushaue. Schnauze jetzt!
Fräulein Petersen wird mal ganz kurz in den allbekannten Status 6 wechseln. Mhm. Deswegen das Gleiche. Hast du auch die 6 gekriegt. Ja, ja, genau. 6 Status 6. Bis gleich. Bis gleich, gleich. 6, 6, 6, sag ich dazu. Ja, mich hat ja heute 3x69 angerufen. Ja, ich würde sagen, wir hauen jetzt Charlie um, damit wir was zu tun haben. Hilfe! Wieso denn? Hauen wir ihn um und fragen dann, was ist denn passiert? Apropos umhauen. Hä? Okay, die Assoziation muss ich jetzt nicht verstehen. Ist hier, ne? Den Rucksack leer gewesen. Ja, so ähnlich. Okay. Er hat sich ein paar blaue Flecke geholt. Ja, ich hatte vorne noch eine Bepanthen, eine offene. Ah. Die habe ich mir kurz rausgeholt. Mhm. Hier kurz am Ellbogen, guck mal. Bin aufgeschrammt. Ja, ja. Wird wieder. Ja, jetzt auch. Über Bepanthen draufgeschmiert. Man kann ja jetzt nicht sagen, bis zur Hochzeit ist alles wieder gut, ne? Nee. Bis zur Scheidung. Bis zur Scheidung, ja. Bis zur Scheidung ist alles wieder gut. Und dann siehst du wieder aus wie ein Jungspund und kannst dir eine neue suchen. Yeah. Und die idealen Möglichkeiten, ja, arbeitet doch im LSMC. Das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich heb, also meine Verhältnisse, also mein Gefühl her, statistisch gesehen weniger Frauen, die umkippen als Männer. Ja, das meinte ich aber Frauen nicht. Ich meinte aber so Arbeitskolleginnen und so, ne? Wir stellen einfach nur noch Frauen ein. Ja, ob genau, da, Deal. Sich dann die nächste Ärztin oder Paramedic oder Praktikantin, Azubine. Ja, Frischfleisch, Frischfleisch, muss alles abchecken. Ja, jetzt ja, ne? Jetzt hat er wieder zwei zur Auswahl, Judy und Aspen. Judy oder Jolie? Wir haben eine super Frauenquote bei uns im Laden. Ja, ne? Ja, die hab ich nicht. Frauen, die hab ich nicht. Vier Männer. 50-50. Wenn das ja mal nichts ist. Ja. Jeder kann, könnte eh eine Frau haben. Ja, ich hab schon eine. Badabum, so schnell geht das. Ich hab auch eine Frau, nennt sich Arbeit. Ja, aber ich hab meine Frau ja nicht mal auf der Arbeit kennengelernt. Das stimmt. Also nicht mal während ich im Dienst war, habe ich sie kennengelernt. Also ich habe Polina vor meiner Arbeit kennengelernt. Weil ich sie damit hingeschleppt habe. Nee, oder? Ich glaube sogar, nee, die war, glaub ich bestimmt schon vorher kannte sie ihr schon vorher. Naja. Aber dann irgendwann hat das aufgefallen, dass ihr nur noch zusammen abgehangen habt. Und dann habe ich ja das Gerücht auch schon unter den Kollegen hier gestreut. Ich glaube, die haben was miteinander. Und kurze Zeit später habt ihr euch dann ja, glaube ich, verlobt und so. Also verlobt? Nee, erstmal haben wir gesagt, dass wir oder wirklich zusammen sind. Ja, irgendwie offiziell bekannt gegeben da und so. Und vorher war das halt ein Gerücht. Auch von mir gestreut. Aber das ist ja jetzt nicht schlimm, das war ja eindeutig zu sehen. Den Spruch, den ihr gedrückt hast, soll ich dir mal meinen Penetrator zeigen? Ach, darauf ist er denn angesprungen? Das war die Initialzündung. Nein. Aber stell dir mal vor, das wäre sie gewesen. Oh mein Gott, da ist so ein Typ Frauen. Gehst du zu einer Frau hin und sagst, soll ich dir mal meinen Penetrator zeigen? Und wenn die dann wirklich sagt, ja klar, mach. Oh, weh, du zeigst ja mir jetzt dein Auto. Müsste dann so von der Frau kommen, oder? Dann würde mir, glaube ich, die Kieferleiter runterfallen. So. Also wenn, dann gefällt mir diese Audrey. So aus dem Internet. Ich kenne die aus dem Internet. Audrey. Ja. Okay. Aber die nur, waren, wenn die ständig eine Kippe im Mund hat. Nein. Jeder war da heute in unserer Hut und hat auch irgendwas von Aliens und sowas erzählt, also die gefällt mir. Hab ja wieder Zigarren. Das ist zuträglich für meine Religionsgründung, wenn sie da nochmal stattfinden soll. Also ich sehe keine Zigarre, wollte ich mal sagen. Läuft, ich sehe auch keine. Das sieht genauso aus wie Charlies Kittel. Der hat dich beschissen. Ja, das ist Training. Ich will mit Rauchen aufhören und jetzt simuliere ich bloß, dass ich rauche.
Ja, genau. Also so Entzug gegenhalten. Fühlt sich fast normal an. Ja, wenn sich's fast normal anfühlt, dann frage ich mich, was du für Kippen vorher geraucht hast. Ja. Bestimmt nicht gute. Ach du Elend, der Warren ruft an. Oh Gott. LSMC Leitstelle Petersen, hallo? Hallo? Ich denke Sie. Verwandtschaft. Ja, machen wir. Prinzipiell, wieso? Wer ist denn schon wieder mit wem verwandt? Angeblich. Ich kenne Herrn Behrens, ja. Der Bruder von Behrens steht da. Okay. Der verlorene Bruder. Achso. Ja, also die Genprobe davon nehmen kann ja prinzipiell jeder, muss dann halt nur ein Arzt dann. Also es geht ja dann eh bei uns auch ins Labor, also das macht ja keiner von uns. Also. Aber der Arzt wird. Ein Arzt wird da dann auf jeden Fall den Bericht zuschreiben, oder so wird es wahrscheinlich sein. Aber so, einfach vorbeikommen, dann kriegen die hier mal so ein Watte-Ding in den Mund und dann müssen sie ein paar Tage warten. Dauert halt ein bisschen. Müssen wir einschicken. Jo. Jo, tschüss. Luke, ich bin dein Vater. Hat er ja gesagt. Oder so. Der Behrens hat einen Bruder. Vermeintlich, vielleicht. Nee. Das ist so, meinen die? Also die sind ja, unser Wursttyp hat ja auch seine Schwester gefunden oder irgendwie adoptiert oder so was. Da war ich auch richtig. Ich wollte hier im Stadel nochmal bestätigt haben, dass das so ist. Hier der Benjamin, der ja, auch schon mal bei uns gearbeitet hatte, ja, der hat doch irgendwie da seinen Namen geändert. Korrekt. Wusste ich auch nicht. Price of Benjamin Chion. Jo. Der Currywurstmann heißt jetzt anders? Jo. Ja. Currywurstmann heißt jetzt Benjamin. Der ist da mit so ein Mädel rumgefahren und dann irgendwann hat er gedroppt, das ist meine Schwester und er zeigt mir seinen Ausweis. Ich so, was? Ich dachte, das ist deine Schnecke und so. Nee, sagt er. Kira Cheon oder Yeon oder wie auch immer die ausgesprochen wird. Mhm. Jo, hat er seinen Namen geändert. Interessant. Wer weiß. Haben wir noch? Mal überlegen. Könnte ja noch mal Whistle checken, was da so abging, die letzten Minuten. Nicht. Yay! Da bin ich wieder. Yay! Yay. Was? Bibi. Weißt du schon das Neueste? Nein, was denn? Der Behrens hat einen Bruder. Was? Ja, wurde gerade gefragt, ob die mal einen DNA-Test machen können, damit die das hier gerichtsfest beweisen können. Weil die verwandt sind. Oh nee. DNA-Tests. Ja, du hast auch gute Verbindung zu dem Labor. Ja, deshalb, das wollte ich ja gerade sagen. Da muss ich mich da oben wieder mit den Idioten aus dem Labor auseinandersetzen. Wurde der DNA-Test jetzt schon gemacht? Nee, die kommen vielleicht gleich noch vorbei, vielleicht auch später erst. Okay, alles klar. Wenn wir Glück haben, kommen die irgendwann, wenn wir nicht da sind. Woher wissen die, dass sie Brüder sind ohne DNA-Test? Ja, die kennen sich. Ja, kennen ich kenne auch Charlie Force. Ja, nee, ja, wurde mir. Ich hab das. Was, wer ist das? Von über Dritte jetzt auch gerade erst erfahren. Im Telefon. Und der hat ja nicht mal selber angerufen, sondern die haben. Ich kenne auch einige Johnsons. Es sei denn, der Warren ist jetzt der Bruder von Behrens. Ich kenne auch viele mit meinem Nachnamen und wir bezeichnen uns nie als Brüder.
Vielleicht seid ihr ein Secret Clan. Der Winterberg? Den auch ähnlich aus. Der Secret Johnson Clan. Nur der Behrens, der hat immer diese 90er Jahre Boyband-Frisur, blonde Spitzen in den Haaren. Secret Johnson Clan. Erzählt mir mal was zu dem Feros. Ich habe gehört, der will sich bei euch bewerben. Ja, wo? Hast du das denn schon wieder gehört? Ja. Von nicht? Wem? Nicht? Oder ist das ein Gerücht? Der hat zumindest bei der Cops gekündigt, ne? Ja, das weiß ich auch. Aber hier ist nichts eingegangen an Bewerbung. Okay. Na gut, dann ist halt vielleicht ein unbestätigtes Gerücht. Vielleicht hat er auch einfach nur mal mit dem Gedanken gespielt, aber es nicht in die Tat umgesetzt. Ja, kann sein. Richtig. Ich würde lachen. Oben kommt die Bewerbung. Charlie hat's gedroppt. Ich hab's gehört. Und auch Hofwissel gelesen. Also das Foto, was er da gepostet hat, das ist ja impliziert ja schon, dass er raus ist bei den Cops. Ja. Ja gut, das ja. Ted folgt mir bei Whistle. Oh, der wartet bestimmt auf ein Foto von dem neuen Auto. Ja, solange das nicht lackiert ist. Ja, richtig. Falls er fragt. Ja, wir waren noch nicht beim Lackierer. Aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Eigentlich muss der wirklich einfach so original bleiben. Achso, du hast meines auch, der gluckert nicht mehr so. Das muss ich mir jetzt auch nochmal anhören. Ja, hör dir das nochmal an. Wenn der nicht gluckert, ist es uncool. Er muss gluckern. Dann bauen wir den Turbo wieder aus. Ja, wir müssen nochmal schauen. Aber zumindest pfeift da nicht, ne? Also. Aber wenn er jetzt nicht mehr so gluckert wie früher, na gut, dann muss man gucken. Dann baut man das nochmal um. Das ist ja kein Problem. Klaus ist losgerannt, ja. War ich gerade mit meinem Handy beschäftigt. Vielleicht dreht er jetzt nochmal eine Runde. Höchstwahrscheinlich, ja. Würde Sinn machen, ne? Gerade haben wir drüber gesprochen, jetzt hört er sich das nochmal an und so. Ja, aber schon coole Autos heute gehabt, also unsere Alles muss raus Aktion hat schon viele Leute attracted. Hier der Connor, der war so mit mehreren Fahrzeugen schon da. Ein Red Truck oder was das war, keine Ahnung, so ein ultrakranken Truck, der noch kürzer war als unser. Ja, den hat er uns auch gezeigt. Der sah richtig lustig aus. Und wie sicher, zwei Reaper haben wir getuned. Holy shit, so viel sieht man sonst in einer Woche. Tja, kamen sie aus ihren Löchern rausgekrochen, wo sie Zeitungsannonce gesehen haben. Alle schlagen nochmal zu. Die Geier, die alle. Die Annonce ist an mir vorbeigegangen. Oh. Ich keine Zeit für gehabt. Jetzt weißt du ja, das dauert es. Gilt nur bis Donnerstag. Menschen heben sich leider Gottes nicht von selbst auf. Ja, doch. Notop-Team unterstützt euch doch tattrefflich. Dann heißt es wieder in der Zeitung, wir machen nichts. Nee. Das heißt es doch sowieso. Beruhige dich. Ja, wobei, nö, jetzt in den letzten Tagen muss ich sagen, ist es weniger geworden. Ey, es kam auch kaum irgendwelche Einsätze, muss ich auch mal sagen. Also gut, gestern war ein bisschen nervig da mit der. Aber auch nur durch diese Geiselnahme war es eigentlich stressig, aber sonst war kaum was los. Ja, die Sache ist die, viele Unfälle oder Bewusstlose merken wir ja gar nicht, ne? Wenn sie alleine unterwegs sind. Ja, aber dafür haben wir ja zum Beispiel auch die Versicherung günstiger gemacht. Ja, da kam sogar schon heute in und hat abgeschlossen. Ja. Ich hab die auch. Ich glaube, das Motortuning oder der Turbo müssen wieder raus. Der ist auch ein bisschen glitschig auf der Straße jetzt, ne? Das fand ich nicht. Nicht? Nö.
Okay. Dann das kommt nur, weil der jetzt mehr Leistung hat. Deswegen bist du wahrscheinlich wieder, weil du ja immer nur das Gas voll durchdrücken. Oh, das ist mit unseren. Gas, Vollgas. Das ist mit unseren. Wie hieß der nochmal? Nee, so den wir jetzt gekriegt haben. Vollgas. Vollgas, kein Gas. Mit unseren. Ja, mit unseren. Hier möchte gern Biso und da ist das genauso. Der ist irgendwie so komisch, der dreht sofort. Er dreht den ganzen Arsch nur rum, sobald da irgendwie zu viel Gas gibt. Und oh, ist das schlimm. Ja, bin gefühlvoller Gasgeber. LSMC Petersen, schönen guten Abend. Oh, hoffentlich bin ich ein gefühlvoller Gasgeber. Hallo. Bitte einen Einsatz. Ja. Ja, schicken Sie mal bitte ein Dispatch. Jo. Jo. Kommen wir vorbei. Tschüss. Ja, da ist jemand dick aufs Knie gefallen. Okay. Der blaue Fleck wird immer größer. Okay. Denk mal, da wird wohl Bluteinlagerung unter der Kniescheibe sein. Wo ist das? Wer hat Bock auf eine OP? Wo ist denn das? In den Wohngebiet. Ja. Die haben irgendwie. Die haben den da irgendwie gestellt, meinen. Gestellt? Ja, gestellt. Ja, wer will? Ich habe noch nie eine Bluteinlagerung unterm Knie. Noch nie. Ihr sollt ihn ja nur abholen, der muss ja eh hierher. Dann mach ich das. Ja, ich hole. Okay, ich hole. Okay, gut. War eine Wandflasche. Ja, Martin kann es auch nicht lassen, er sammelt die auch. Ich sammel die auch immer auf. Irgendjemand legt da immer ihn in neben unserem Garagenmarkt. Was hast du ihm noch gesagt? Ja, dass er das einfach nur ihm Schmerzmittel geben soll und schön kühlen soll. Okay. Dann herbringen. 900 Pfandflaschen hat Henk ja schon, wa? Holy moly. Der rennt da auch immer rum und sammelt auf unseren ganzen Hof. Der ist da richtig angezeckt von der. Mal gucken, ob der jetzt, ne, wirklich immer weiter größer wird. Dann ist da wahrscheinlich irgendwas verletzt. Wenn nicht, dann, ja. Ja, mal gucken, wie das mit dem Druck sich aufhält. Sonst muss man das mal punktieren. Ja. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja, du bist hier der Punktiermeister. Ja, aber weißt du, wenn er dann auch wirklich was verletzt ist, dann muss ich da noch rein irgendwie, dann muss ich das Gewehr aufschneiden, da hab ich keinen Bock drauf. Soll ich das machen, wenn du nicht kannst? Glück sieht man's, ja. Schlimmer wär's, wenn's unter der Kniescheibe ist. Ja, das stimmt. Dann muss die Kniescheibe im Zweifelsfall aufbohren. Amputieren, ja. Amputieren. Ich hab noch eine Säge in der Werkstatt. Aber ich bin sicher, ihr kriegt das hin. Keine Ahnung, müsst ihr sehen. Habt ihr eigentlich auch so was wie Kontrastmittel? Dann müsst ihr da vielleicht mal was spritzen. Warum? Ich hab mal Doku gesehen, dann sieht man da, ob da irgendwelche Adern verletzt sind und so, ne? Wenn man den röntgt, weiß ich nicht. Habe ich irgendeine Doku gesehen, das ging aber um Tiere, glaube ich. Die haben irgendwelche Kontrastmittel gespritzt und dann haben sie geröntgt. Keine Ahnung, Mann, das ist euer Fachgebiet. Gib mir einen Motor. Ich glaube, das strahlt sogar, diese tolle Kontrastmittel, ne? Schwach strahlend. Aber keine Ahnung, wann man das macht. Ich glaube, das ist nur bei Blutgerinnseln oder so, ne? So. Nee, Klaus, wenn du nicht möchtest, kann ich auch machen, ja? Mhm. Okay, jo. Kann du, jo. Musst du mir nur sagen, halt, ne? Erstmal gucken, was das ist, ne? Kannst du mir assistieren?
sozusagen, oder du machst es und er assistiert. Alleine lassen. Wichtiger wäre vielleicht, dass Martin da mal dabei ist, dass er vielleicht auch mal sowas... Ihr könnt das auch zu dritt machen. ...mitbekommt, wie man das macht und dann vielleicht da schon eine Beförderung bald für ihn reinrasselt. Der wird aber auch befördert in letzter Zeit. Ja, eigentlich nicht. Nicht? Normal. So schnell geht das bei euch? Nee. Ich meine, der zeigt ja Einsatz, deswegen kann man das auch begründen. Genau, einmal das. Und bei uns ist halt der Notfallsanitäter ein bisschen unterteilt in die Sachen, die man schon gemacht hat, schon kann und so. Und dadurch wären das dann halt nur kleine Beförderungsstufen. Quasi den Rettungssanitäter in drei Stufen unterteilt. Drei Stufen unterteilt. Ja. Dann gibt er $200 mehr in der nächsten Stufe sozusagen. Genau. Aber es geht halt darum, Notfallsanitäter, die ja wirklich nur kleine Wunden machen, dann Notfallsanitäter, die auch schon mal größere Wunden gemacht haben, und dann das Höchste sind Notfallsanitäter, die zum Beispiel auch Schusswunden behandeln können. Mhm. Nee, aber könnt ihr auch zu dritt machen. Ich schmeiß mich dann jedenfalls da hinten in den Busch oder so. Einer muss ja eh auf bleiben. So schlimm ist das nicht. Ja, aber einer bleibt ja eh auf Abruf. So. Das ist ja immer so, wenn du deinen auf dem Tisch liegen hast, dann passiert aber immer was. Mhm. Richtig. Ja, ist immer so, wenn ich ihn jemanden beim Tuning habe, dann ist ein Dispatch sofort. Also, ja, oder zwei Stunden kein Anruf und dann bist du gerade da irgendwie im OP drin. Hast vergessen, dass du ja die Leitstelle bist. Und dann so, auf einmal ding, ding, ding. Hallo, wir hätten hier gern nochmal Medizinmann. Ja, das ist immer das Beste. Wir brauchen mal einen Medizinmann. Ich muss sagen, wir haben nur Medizinfrauen. Zurzeit kann ich nicht mehr dienen. Nehmen Sie auch eine Medizinfrau. Ja? Ja, Moment. Leitstelle hört. So verstanden. Warum sagt er nicht einfach nur seinen Status durch? Ich glaube, das hat er noch ein bisschen anders von ACS gelernt. Ihr sagt doch immer Leitstelle hört und so weiter, ne? Weil bei uns muss das ja alles eigentlich ein bisschen zackiger gehen. Mhm. Ja, so wenig über den Funk quatschen wie geht eigentlich. Ja. Ja, bei uns ist das auch noch ein bisschen anders. Siehst ja, da wird ganz noch wenig hin und her, nur einfach nur Nummer und sagen Status. Das muss ich immer noch irgendwie sagen. Da steht der da hinten, wer? Oh. Da. Da steht jemand, ja. Soll ich ihn mal fragen, was er. Ihm was fehlt? Besser nicht. Besser nicht. Die will sich nur um die Kniegeschichte drücken. Der wartet auf sein Büro bestimmt mal. Mhm. So, Klaus, jetzt musst du sagen, ob ich es machen soll oder du. Ja, mach du, dann bleib ich hier. Ich habe ja auf die Leitstelle gehört, dann bleib ich draußen und mach, was kommt, falls was kommt. Hallo. Ja, komm. Der Patient wird danach nicht entlassen, sondern die Polizisten werden ihn direkt vernehmen, weil er der Patient war, den ich oben am Sägewerk, weswegen ich vor uns nochmal beim Sägewerk war mit dem Polizisten. Er war ein Patient dort. Okay, alles klar. Weiß ich so Bescheid. Jo. So, ich würde. Jo, ich helfe. Jo, genau. Ich komm mit. Die Sicherung ist auch da. Kann nicht mehr schief gehen. Hm. Na, jo. Kommt noch eine dritte Sicherung. Das fühlen wir uns ganz sicher. Das ist boring, groß. Ich glaube, der Jackson ist gerade verschwunden.
unseren RTW weg. Ich überlege, ob ich nachher noch eine Runde Star Citizen zocke. 2 Uhr. Warten wir einen Moment. Microphone activated. We'll be right back.
pflegeleicht. We'll be right back.
ab in die Wohnung. Ich denke mal, ich werde noch Starcelsen anmachen. Ändern meinen Streamtitel, GER. Spiel Star Citizen. Kategorien ändern wir noch. Haben wir gar keine Kategorie. So, Los Santos Charlie verabschiedet sich schon mal, ne? So. Jetzt haben wir auch aus dem Teamspeak. Baumhaus, okay. Gut. Disconnected. Das haben wir. Bisschen leiser machen. Gucken, was der sagt. Der läuft. Okay. Den versuchen wir mal. Okay, das haben wir. Ja, jetzt werde ich nämlich das hier zocken, was hier gerade läuft. CEO Launcher. Neun, ne? Okay. Ha, gut, bitte, ne? Hacker! Live gibt's nichts anderes. Ja, du. Gleich wird er so und so erstmal mega laden. Motion Blur aus Universe Crusader EU ist richtig.
könnt euch das währenddessen denn angucken. Was der Arbeitsspeicher hier sagt, ne? Ich hole mir schnell was zu trinken und roch eine Zigarette, bin gleich wieder da. From the heat wave stole my emotions. I left my doubts when I was swept by the ocean. And every pulse from the tide was a finished line. So, da ist er wieder. Machen wir uns die FPS noch an. Gespawnt haben. Gold und so eine Erze könnte man holen. Das bringt was. Aluminium plus 2. Also hier holen bringt natürlich nichts. Ich werde mal mit der Cutlass losfliegen. Die überhaupt verfügbar?
Wo ist er denn? Cutlass Black. Oh, die ist gar nicht verfügbar. Claim. Und was sagt er? File Acclaim. Nochmal weggehen. Nochmal rangehen. Eine Stunde, echt jetzt? Ernsthaft? Gehen wir mit der Line Chloa los. Die hat ein bisschen Laderaum. E02. Okay. Da hinten so. Gehen wir mal hin. Hier ist der Modus, ne? Ja. Nein. Hey. Nee, da fehlen offensichtlich Komponenten. Nochmal zurück. Alpha. Jetzt ist es wieder ganz. Sonst muss ich wohl ein anderes Schiff nehmen. Aber andererseits, man muss ja nicht immer Warentransport machen, dann könnte ich auch was anderes machen. Aber Warentransport bringt natürlich Kohle. Nee, ich glaube, das ist so nicht gut. Da fehlt die Hälfte. Gar nicht physikalisch richtig da. Nee? Nehmen wir ein anderes Schiff. Da gibt es noch Probleme. Nehmen wir ein anderes Schiff, wir haben ja noch ein paar. B07, okay.
Moment, ich mach mir gerade was zu trinken auf. Die Musik, die war auch schon mal besser. B07. Okay. Wo ist 07? Da ist 0 bis 4. 5 bis 8. Ja, ich gehe doch schon. Halt. Falsche Richtung. Da lang. So langsam kennen wir uns ja ein bisschen aus in Port Olisa. Und das ist ja eine Raumstation. Ne? Da ist ein Gasriese. In dem so in Orbit sind wir. Hallo, Entership. Muss in den Kopf stoßen. So, hoch, bin ich in meinem Schiff. Enter Pilot Seat. Irgendwo haben wir hier Flight Ready. Wo ist er? Ja, okay. Ich bin noch im Guck-Modus. Geben wir ein bisschen Schub. Uah, nein. Okay. Nicht kollidieren. We'll be right back.
So, machen wir erstmal irgendeine schöne Mission. Teuer. Das können wir mal machen. Accepted. Kann man die jetzt hochsetzen? Interessant. Also die direkte Breakside kriegt man nicht jetzt groß gesetzt. Nee. Okay. Dann springen wir nach dem. Quantum Drive erwünscht. Ui, da freut sich der Streaming-Rechner. 89% CPU-Auslastung. Wie viele schnelle, bewegende Bilder sind. Da ist der Mond. Disengaged. So, wo ist mein Target? Ich muss wahrscheinlich noch mal springen. Ich stopp erstmal. Bus. Theoretisch laut Karte müsste das hinter mir sein. Direkt hinspringen, hallo? 230 Kilometer, soll ich jetzt fliegen? Du
My position. I hope you find what you've been looking for. Trust me, I don't want to feel no more. 200 Kilometer? Soll ich echt so fliegen? Gut, dann machen wir das so. Das ist ein Exploration-Schiff, das fliegt sehr schnell. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Können ja mal noch mal boosten und dichter zu kommen. Schöne ist, ich habe ein schnelles Schiff, falls wir wirklich Piraten sind. Gut, sieht erstmal noch nicht bösartig aus. Soll hier bestimmt was holen. Heißt möglichst dicht ranfliegen.
schon einer. Ist da einer auf mich? Ja, da schießt jemand auf mich. Offensichtlich. Moment. Eine Aurora. Aurora, du? Ist gar nicht so wendig. Wir können bloß eine Exploration schaffen.